Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 8. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und hat eine abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich ganz gut dafür, die Hindernisse von unserem Leben räumen, von etwas verabschieden oder trennen oder kündigen, beenden, loslassen. Oder diese Zeitqualität eignet sich auch zum Abnehmen. Die Scheinbewegung, die Sonne, ist gerade in Tierkreiszeichen Waage und unsere Sonne hat einen Einfluss von Sternbild Bärenhüter. Dieser Bärenhüter bewacht die große Bär und die kleine Bär und damit sollten wir auch bewusst sein. Und das ist auch diese Klarheit. Wir bekommen Schutz und wir sollen auch da ein Glauben schenken. Glauben an kosmische Energie, Glauben an die Schöpfung, Glauben an Gott und Glauben an unserem Selbst. Sonne symbolisiert auch unserem Selbst. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und das bringen sie gerade in Ordnung. Da kommt Sicherheit, Stabilität, eine Struktur und Ordnung. Es kommen Einflüsse von außen, eine Information, eine Nachricht oder ein Termin, eine Verabredung und es erscheint für die Stiergeborenen unklar, undeutlich, kann auch bedeuten, dass sie selbst zweifeln an etwas. Und sie sollen dieses Gefühl Zweifel, Unsicherheit gerade überwinden. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen befinden sie sich in Wandlung. Und sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Und das gibt auch Klarheit. Orientierung. Und die Zwillingsgeborenen sollen selbst die Zügel in Hand zu nehmen, die eigenen Ideen verwirklichen, die eigenen Meinung vertreten, weil das führt zum Erfolg. In die Liebepartnerschaft sind noch Einschränkungen. Viele Zwillingsgeborenen fühlen sie sich erschöpft, müde, kraftlos, aber das wird sich auch verbessern. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch die beruflichen Situationen. Und das können Sie gerade in Ordnung zu bringen. Das Einzige, was die Krebsgeborenen gerade hindert, sind die Gespräche. Entweder sind das Missverständnisse oder kommt ein Streit. Oder ein Gespräch findet nicht statt und das bedrückt die Krebsgeborenen. Oder kommt ein unangenehmer Nachricht oder kommt eine Information und das entspricht nicht die Wahrheit. Und gerade das enttäuscht die Krebsgeborenen. Jede Einzelne erlebt das anderes, aber das kann momentan unangenehm sein. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist Unbeweglichkeit. Sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen kommen tolle Ideen, andere Art von Kontakte, kommt mehr Leichtigkeit, kommt etwas in Bewegung. Und die Löwengeborenen sollen nicht aufgeben, weil sie haben gute Chancen, besonders in beruflichen Situationen erfolgreich zu sein, etwas verbessern oder verändern. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und haben Glück in Freundschaften. Das sind Begegnungen, Kontakte
und das kommt alles in Ordnung. Die Jungfrau geboren, also nicht alle Einzelnen, aber viele Jungfrau geborenen nehmen ihren Gefühlen wahr, ihre Wünsche, Sehnsüchte und treffen eine klare Entscheidung und sie werden auf ihren Herz hören, was ich auch empfehlen kann. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich unsicher, sie zweifeln an etwas, die fragen anderen, sie brauchen Rat. Aber die beste Ratgeber sind gerade sich selbst, also sie sollen auf ihren inneren Stimme vertrauen und ihre eigene Meinung vertreten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sich innerlich hin und her gerissen oder sind noch unsicher. Wichtig ist die Ruhe bewahren, weil da liegt die Kraft und die Skorpiongeborenen brauchen auch diese Kraft. Und das ist auch die Ausstrahlung und diese Auftreten, dieses selbstbewusste Auftreten, was auch magisch wirkt auf anderen, ist die Erfolgsgarantie gerade bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen mit ihren eigenen Werten bewusst sein, das Selbstwertgefühl. Das spiegelt auch die Finanzen, weil das ist auch ein wichtiges Thema, die Finanzen in Ordnung zu bringen. In den kommenden Tagen werden klar und deutlich etwas erkennen. Sie haben Einschränkungen in Liebe, Partnerschaft wird sich aber verbessern. Möglichkeiten, Chancen haben die Schützengeborenen, das in Ordnung zu bringen. Einige Schützengeborenen fühlen sich müde, erschöpft, kraftlos, wird auch verbessern. Und dann gibt's auch viele Schützengeborenen, wo gerade ein Autoreparatur haben und das läuft gerade nicht. Und da haben sie auch Themen, das zu bewältigen. Es geht schlicht einfach um Bewegung und da haben die Schützengeborenen gerade die Hindernisse. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Wichtig ist aber, dass sie klare Entscheidungen treffen, hopp oder top. Und bei diesen Entscheidungen bitte auf dem Herz, auf die Gefühlen hören, weil das ist die beste Ratgeber. Und so bringen die Steinbockgeborenen ihren Partnerschaft in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist Unbeweglichkeit oder Hindernisse oder Nervosität. Es läuft nichts voran. Das ist gerade die Zeitqualität bei den Wassermann geborenen und sie sollen bitte ein bisschen geduldig sein. In die kommenden Tagen kommen Ideen, Kontakte, Verbesserung, Leichtigkeit und Bewegung und auch Erfolg. Dann können sie die Wassermann geborenen aufatmen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt ein Nachricht oder eine Information oder ein Gespräch und es ist unklar, undeutlich oder führt zu Missverständnissen. Wichtig ist, das alles nicht so ernst zu nehmen, sondern spielerisch betrachten und auch mal mutig zu sein und die eigene Meinung vertreten oder mal nachfragen oder etwas überprüfen, damit da Klarheit da ist und auf dem Gesprächen achten. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen spontan entscheiden, wenn die Möglichkeiten sich ergibt. Und es gibt momentan unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen oder eine Überraschung. Und diese Momente kommen wie ein Blitz und das sollen die Wiedergeborenen auch wahrnehmen und diese Chancen auch nützen. Weil das führt momentan zu Erfolg und das sollen die Wiedergeborenen auch mal spontan sein. Diese kosmische Energie ändert sich Tag zu Tag. Ich könnte sagen, das ändert sich Stunde zu Stunde, weil jeder Moment ist einzigartig und das wiederkehrt sich auch nie wieder. Und jeder Mensch ist einzigartig, jeder Geburtshoroskop ist einzigartig und jeder Mensch nimmt diese kosmische Energie anderes wahr.
möchten Sie da eine Klarheit bekommen. Sie können als Beratung buchen. Sie haben auch die Möglichkeit, die jetzige Zeitqualität wissen und als Blitzberatung buchen. Das ist natürlich keine ausführliche Beratung, aber ein Blick in die augenblickliche Situation hilft auch. Und es funktioniert schriftlich. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und pro Themen, pro Fragen beträgt mein Honorar 10 Euro. Und ich benötige dazu noch die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.